Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Es ist Montag, der 11. November 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute ist Faschingsbeginn, der ATX ist im Plus und zu Udo Lindenberg habe ich auch noch was einzuspielen. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Hey! And me. Was Homie B. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty folgen im November. Die sind präsentiert von Wienerberger. Jetzt um 11.27 Uhr, also 16 Minuten nach Faschingsbeginn, liegt der ATX um 0,92% im Plus bei 3.583 Punkten. Top-Performer der Private Investor Relations Group aus 40 Titeln sind Pira Mobility mit plus 3,4%, Immofinanz 2,5% und Wienerberger mit 2,04%. Stichwort Immofinanz, da ist ja die CA Immo nicht weit weg gewesen vom Marktgeschehen in den letzten Wochen. Und da habe ich im Weekly Intelligence Report von MBRA Partners rund um den Andy Posawatz einen Hinweis gesehen, dass da diese Woche wohl Shorts zu covern sind. Die schauen sich das immer relativ genau an. Das ist nur ein kleines Ding nebenbei und Risikohinweis pur natürlich. Nachrichtenseitig habe ich die Palfinger, die wollen einen zweiten Standort in Slowenien, konkret in der Kleinstadt Ormo, errichten. In Maribor gibt es schon eins. In Ormo sollen 70 Millionen Euro investiert werden. Und die slowenische Regierung hat mit Palfinger mal ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das staatliche Förderungen möglich machen soll. Wir haben in Österreich und in Deutschland ja Riesenprobleme. Es ist aus meiner Sicht, wie gesagt, auch das subjektiv sehr angenehm, dass diese schlechteste Ampel aller Zeiten in Deutschland zerbrochen ist und man hat auch gesehen, Ampeln funktionieren nicht so wirklich und ein Beispiel, was in Deutschland falsch läuft, hat die SWR-Comedy gebracht. Ich muss ja was klären. Mit einem männlich gelesenen Mitglied der indigenen Bevölkerungsgruppe Nordamerikas in leitender Funktion. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit der Band. Ja, genau, viel besser. Ja, viel besser. Man hat es eh gesehen, wie es dem Standort jetzt geht. Und insgesamt hat das halt gar nicht so gut gepasst. Keine harte Pause, Geschichte. Schauen wir uns ein bisschen Börse-Geschichte noch an. Da haben wir heute zwei Flop-Tage, wieder aus dem Jahr 2008. Und jeweils der drittschlechteste Tag in der eigenen Börse-Geschichte. Den gab es damals im Jahr 2008 am 11.11. für die Immofinanz mit minus 33,33%, ein schöner Faschingsbeginnwert. Und die Telekom Austria mit minus 10,82%. Ja, Börse-People werde ich auch einspielen, ab jetzt in der Wiener Börse-Party und heute gab es den Oliver Olbrich. Die Kollegen in Polen, diesen Avatar, von dem du sprichst, dann halt gestaltet und gebaut und deine Stimme, wie du gesagt hast, aus dem Podcast, aus den Podcasts genommen und quasi nachgebaut. Und ja, ich glaube, sie war gar nicht so daneben. Nein, ich bin ja aber überhaupt nicht daneben und es geht um meinen KI-Avatar und ich möchte, dass viele Leute aus dem Umfeld sich auch Avatare bauen lassen und wir dann untereinander kommunizieren können. Ich habe heute einen Börse-People-Rundmail-Artikel dazu auch verfasst. So, und finally noch zwei Dinge vom Christian Röhl, er ist ja quasi auch ein Researcher und auch eins meiner Vorbilder, wie man das so in der Selbstständigkeit macht. Und ja, er weist darauf hin, dass der größte Bitcoin-ETF jetzt größer ist als der größte Gold-ETF. Erstmals nach Assets Under Management und der S&P 500 mit dem 50. Allzeithoch 2024 in diese Woche startet. Und das Ganze in 12 Monaten mit 37% plus, ohne eine einzige 10% Korrektur. Das ist doch ein gutes Signal und wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba.